Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Winkeltier. Ich möchte euch gleich vorwarnen, es könnte durchaus sein, dass mal der ein oder andere Schnitt hier passiert, weil mein Nachbar heute wieder recht heftig am Rumbohren ist. Und das muss ich natürlich rausschneiden, ist ganz klar. So, ich habe noch mal 4 Paletten gekauft. Wir haben damit 1581 Platz drin. Ja, Bucky will auch Servus sagen. So, wir haben hier noch 4 Tage zu warten, bis es zum nächsten Auftrag kommt. Insofern trödeln wir gar nicht lang rum und machen mal den Laden auf. So, wir haben jetzt ja immer noch knapp 4000. Das ist auf jeden Fall ein ganz guter Puffer, den wir da haben. Und ich bin mal gespannt, wie die Tage jetzt noch laufen. Ich möchte auf jeden Fall gucken, dass wir die Attraktivität vielleicht jetzt halt hochpushen. Und wäre gut, wenn ich das, keine Ahnung, vielleicht zumindest auf 15, 16, auf 16 oder sowas schaffe heute. Das wäre nicht verkehrt. Aber dazu muss ich natürlich gucken, wo kann ich am besten umbauen oder wo sollte ich umbauen. Das Lager ist auf jeden Fall schon mal ganz okay. Da könnten wir vielleicht noch ein bisschen Girlanden ringsrum machen. Ist ja egal, wenn das das Lager ist. Hauptsache die Punkte zählen. So, schauen wir mal, was der liebe Händler hat. Ja, habt schon geschrieben in die Kommentare, ich soll nicht immer mein Lager so voll knallen, so viel kaufen. Aber mir geht es halt wirklich darum, solange ich das Zeug billig bekomme und bei 150, jetzt zum Beispiel beim Stahl und beim Holz, ist mir das okay. Also da möchte ich jetzt auch drauf schauen, dass ich da immer wirklich was da habe. Weil es geht ruckzuck und dann ist plötzlich nichts mehr da. Äpfel, 57 Hammer. Ich würde sagen, ich kaufe alles, weil für 2 Münzen, das sind dann gerade mal 108 Münzen, das ist eigentlich okay. Moment, ich gehe mal hier drüber wieder. Stahl, wie gesagt, auf 150, also kaufe ich noch 3. Wolle braucht man nicht. Dann Kamille braucht man nicht, Kamille braucht man nicht. Und bei den Tränken, ja, also wenn der Händler kommt und es gibt gerade was im Angebot, dann schaue ich immer, dass ich auf 15 Uhr auffülle. Das taucht ja dann. Genau, also wenn es günstiger ist, ne, das ist klar. Okay. Ich meine, bei 1500 Lager, da kann man ja eigentlich schon fast nichts mehr verkehrt machen. Und jetzt ist ja wirklich Geld da ohne Ende. Wolle habe ich leider nicht, tut mir leid. Ja, und ich habe schon den Kommentar gelesen, wenn ich jetzt halt schon auf Alchemie mich ja spezialisiere, dann sollte ich halt auch nicht irgendwelche anderen Sachen hinlegen, sowas wie Eisenbarren oder sonst was. Aber ich will das Zeug nicht wegschmeißen. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Also das will ich nicht. Lieber lege ich es halt dann mit hin und verkaufe es. Aber wegschmeißen tue ich es definitiv nicht. So, Alraune, wunderbar. Das sind zwar nur 10 Stück, aber die nehmen wir auf jeden Fall. Und den Salbei nehmen wir auf jeden Fall auch alles. Weil wir haben nur noch einen einzigen gehabt und bei 5 Münzen kann ich jetzt auch nichts verkehrt machen. Entschuldigung. So, Schönheitscreme. Den Heiltrank, ja, kaufe ich jetzt auch mal. Weil ich habe nämlich nur noch 3 Kamille und ich weiß jetzt nicht vom Ernten her, wenn ich jetzt da was ernte, dann ist es auch wieder gleich weg. Schlafmittel, 13, 20, ja, dann kaufe ich hier den einen. Das passt schon. Und nein. Okay, schade. Ich warte immer noch auf den einen Lavendel, der mir hier noch fehlt. Nee, hier. Hier fehlt er noch, ja. Da, besser gesagt, es sind 4 Stück, die noch fehlen. Wo war das denn noch? Ach ja, bei den Bären war das, ne? Weil da habe ich überall 5 drin, aber der letzte hier unten, der hat nur 2. Und die haben ja auch alle 5. Genau. Ihr könnt dann... Ach so. Jetzt habe ich schon gedacht, wir haben schon Feierabend. Genau, ihr füllt noch auf. Für die Skillung. Jetzt haben wir 5600. Ich würde sagen, wir machen auch direkt den Laden wieder auf, weil so viele Tränke fehlen jetzt nicht. Tschüssikowski. So, gleich wieder aufmachen.
Und wenn, dann kann ich ja die jetzt halt auch noch gern machen. Das dauert zwar ein bisschen länger, aber meine Güte. So, da brauchen wir 3 Stück. Machen wir noch Amulette, würde ich sagen. Machen wir noch Amulette, die 6 Stück. Und dann lasse ich es erst einmal. Schön, wie die sich alle in Zeitlupe bewegen. Also im Grunde könnte das auch alles auf Normalgeschwindigkeit laufen, auch das Braun und so weiter, ne? Das wäre ja, glaube ich, egal. Im Grunde dauert es nicht wirklich länger, ne? Ich braue langsamer und die Leute laufen langsamer. Und wenn Feierabend ist, bin ich halt schneller am Brauen. Aber von der Geschwindigkeit her ist es doch gleich, vermute ich. So, ich habe nur vergessen zu gießen, das kann ich jetzt halt noch schnell machen. Ich würde sagen, dass ich Lavendel gleich mal pflücke. R? Nein. Nein, ich habe... Oh, verdammt. Verdammt. Jetzt habe ich wieder nicht drauf geachtet. Euch muss ich noch gießen. Der Händler ist mir jetzt gerade mal egal. So. Das habe ich vergessen. Naja, ich erwische ihn ja noch. Wunderbar. So, brauchen wir Torf? Nein. Brauchen wir Holz? Da können wir noch 12 Stück nehmen. Bei den Äpfeln 3 Münzen? Nein. Ist zu teuer. Kamille brauchen wir jetzt Salbei, den nehmen wir. Das sind 13 Münzen, aber komm, ist egal. Wir brauchen das auf jeden Fall. Tränke. Der Leitschutz nehmen wir zweimal. Liebestrank nehmen wir dreimal. Und das war's dann auch schon. Hauptsache es kommt Geld rein. Ne? So, schauen wir mal, was der Händler hat. Vielleicht hat er das Richtige mit dabei. Kamillensamen haben wir aber schon komplett. Lavendelsamen habe ich mir aufgeschrieben 4-mal, aber ich hatte doch jetzt, stimmt, ich hab den doch. Oh Gott, jetzt weiß ich's nicht. Nee, ich lasse es. Ich brauche jetzt keinen mehr. Das passt schon. Abweisen. So, heute werden ja alle abgewiesen. Level 2. Leder habe ich auch nicht. Torf habe ich. Also normalerweise dürfte ich auch kein Torf oder sowas verkaufen, aber das sind die Zutaten für die Tränke. Das sehe ich jetzt nicht so eng. So. Schauen wir mal. Leder, Holz. Holz, Holz. Ne, da haben wir 150. Mehr möchte ich jetzt auch wirklich nicht machen. Also ich denke mit 150, das ist enough. So, Äpfel zu teuer. Lavendel, Salbei. Salbei, den könnte ich noch kaufen. Das sind wir ja noch nicht im Pluswert. Gemüse, Amulette. Die Amuletten. 3-mal. Heiltrank, Liebestrank, Schlafmittel. Okay. Ja, das passt. Kaufen. Passt. 6.092. Wir müssten jetzt halt bald die letzte Rate hier noch zahlen. In 2 Tagen. Also das heißt also jetzt beim nächsten Tag können wir dann das letzte Mal unsere Schulden bezahlen. Und dann ist es ja endlich vorbei. Und dann heißt es nur noch verdienen. Okay. Er ist noch am Auffüllen. Sie ist schon gegangen. Und dann wird er jetzt halt auch gleich gehen. Wunderbar. Dann können wir jetzt halt vielleicht mal ein bisschen was machen. Jawohl, wir haben die letzte Ding noch zu zahlen jetzt, ne? Das sind
knappe 1000, also 928 sind es. Jetzt weiß ich nicht, ist es jetzt beim nächsten Mal öffnen oder ist es beim übernächsten, ist egal. Gießen. Hier haben wir lauter 6er drin, 60 Stück. Also ich habe noch 60 Stück hier drin. Warte mal, kann ich die nicht auch raustun wieder? Die kann ich nicht raustun, ne? Ach doch, klar. Ja, möchte ich entfernen. Dass ich das jetzt gleich mal ummodel. Jetzt. Entschuldigung. Dann passt es ja. Hier haben wir lauter 6er. Hier haben wir jetzt lauter 5er. Da haben wir lauter 6er. Und da haben wir lauter 6er. Das ist mir jetzt die. Also da schaue ich jetzt nicht mehr drauf. Ob Level 5 oder Level 6, das passt mir beides. Wir bräuchten nur bei den Bären hier nochmal. Da war das eine, ja, genau. So, Kamille können wir eigentlich komplett pflücken. Und dann kann ich die 7 Lavendel weghauen. Jawohl, wunderbar. Dann schmeiße ich jetzt ja gleich einmal den Lavendel weg, dass der raus ist. Inventar. Wo bist du? Lavendolino. Samen. Hier. So, dann haben wir jetzt halt noch einen 5er und den kann ich aber jetzt nirgends mehr reintun, ne? 5555. Gerade so, dass man es noch erkennt. Ja, den können wir tatsächlich auch wegschmeißen. Das ist okay. Wie schaut es denn eigentlich aus? Wir haben 60, also ich muss jetzt auch nicht ernten unbedingt. Gut, dann haue ich den nämlich jetzt halt auch noch weg. Den 5er. Passt. So, machen wir noch einen Tag und dann. Und dann sollten wir mal drüber gehen, dass wir ausbauen. Schauen wir mal, was wir jetzt halt noch einnehmen. Je mehr, desto besser, weil ein Feld kostet halt schon knapp 1000. Wenn ich jetzt ja dann noch ein zweites dann mache, das wird wahrscheinlich schon sehr wahrscheinlich ein Tausender kosten. Also da braucht man echt viel Geld, ne? Zum Ausbau. So, Holz habe ich. Stahl. Machen wir hier eins. Hier machen wir dann die 6 Stück. Äpfel, nee. Alraune ist leider zu teuer. Salbei können wir kaufen. Schade, dass schon wieder der die Dingsbums, die Alraune wieder so teuer ist, ne? Oh, warte mal. 48, 38. Dann kaufen wir lieber das da. Da ist die Gewinnspanne höher. Hustmittel, nein, Hustmittel hier können wir machen. Leitschutz, Heiltrank, Liebestrank, 19, 22, dann machen wir da noch einen. Gut. Ich werde dann wahrscheinlich die Schränke so einrichten, dass ich immer auf einem Regalbrett quasi zwei Tränke habe, dass ich dann hier zum Beispiel Heiltrank habe, Schlaftrank, Schmerzsalbe, irgendwie so. Also drei verschiedene Sachen in einem Schrank. Später dann, wenn wir das Level 30 erreicht haben. Und dann kann ich nämlich auch die Zutaten und so weiter noch mit reinpacken. Dann haben wir auf jeden Fall wesentlich mehr Sachen, die wir anbieten. So, Torf. Zweimal. Holz keinmal. Blaue, nein. Liebestrank. Schmerzsalbe könnte ich noch nehmen.
Spargel, Lavendel, Kartoffel. Nein. Passt. So, Linus ist aufgestiegen und erwartet mehr Lohn. Das sollten wir dann auch noch machen. Level 5. Wo bist du bei Level 2? So, Stahl, nein. Torf, nein. Holz, nein. Äpfel, nein. Alraunen, zu teuer. Salbei, für 14. Nehmer. Ja, und das da lasse ich jetzt mal die Finger davon, das Braunmetzer selber. Leinen habe ich leider nicht, tut mir leid. Hey, Bucky. Schnurr. Das ist richtig laut, ne? Wilhelmin ist auch bald Level 3. Da fehlt nicht mehr viel. Okay, die sind sogar beide schon gegangen. Die waren schneller mit dem Einräumen fertig wie die Kunden. Also die wussten, dass der nichts mehr braucht. Das ist doch toll. Jawohl. 7300. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich nicht zu viel Geld ausgebe. Ne? Also das Lager würde ich so lassen. Ich vermute mal, dass ich die Kellerluke irgendwo, keine Ahnung, hier mit reinmache ins Lager. Ich weiß eben nicht, wie die genau platziert wird, aber ich denke mal, dass die ein so ein Feld braucht. Und je nachdem werde ich dann noch mit den Regalen hier bis nach vorne gehen. Je nachdem, wie das halt auch ist mit diesem Lager. Ne? Ich kenne es ja nicht. So. Aber Deko wollte ich machen. Genau, das war's. Deko. Deko hier innen drin. Ist zwar dann versteckt, aber wen stört's? Mich stört's nicht. Hauptsache Dekoration. Irgendwas mache ich jetzt gerade falsch. Kaufen. Da war es. Kaufen. Wintergirlanden. Jawohl, damit haben wir nämlich Level 15. Ah, da schaffen wir sogar die 16. Da komme ich nicht hin. Und von außen können wir das Ding ja auch noch schmücken, ne? Also nicht hier außen, leider. Aber hier außen können wir es schmücken. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich würde vielleicht tatsächlich hier so einen grünen Bereich lassen. Die Felder möchte ich dann alle später hier hinten haben. Und möchte eben auch hier meinen Marktplatz ranmachen. Insofern könnten wir hier vielleicht noch ein bisschen Wanddeko hinmachen. Und was zählt denn das im Außenbereich? Gerade mal 10 Punkte, ne? Was haben wir denn alles für Außen? Steine. Also einen Stein möchte ich mir jetzt eigentlich nicht hier dekorieren, ich weiß nicht. Habt ihr euch einen Stein dekoriert? Ein Grab finde ich auch ein wenig komisch. Achso, muss ich auch noch auswählen, welches. Ich weiß nicht, das hat eher was von Halloween, aber ich würde die jetzt halt nicht unbedingt das so dekorieren. Ne, okay, dann macht das nochmal weg. Innen? Nee, beides. Alles. Weil ich würde nämlich gerne die Dinger hier machen. Die sind im Außenbereich mit 100. Schauen wir mal, die können wir nämlich daher machen. 120 kosten die gerade mal. Und ich denke, das passt doch dann auch ganz gut zu den... Das ist nicht ganz 16, ne? Das braucht schon. Das passt doch dann auch ganz gut, wenn wir hier noch einen Marktplatz haben. Aber so kann ich die, glaube ich, nicht hinstellen, oder? Nee, da brauchst du auf jeden Fall eine Wand. Kann ich denn eine Wand hierher bauen? Ohne Boden? Das geht, glaube ich, nicht, ne? Eine Wand alleine kann ich nicht machen.
Ja, benötigt zuvor einen Boden. Das Einzige wäre, wenn wir zum Beispiel so einen Steinboden machen hier. Schauen wir mal, wie das guckt. Ja, aber dann ist die Ranke weg, ne? Okay, das ist also nichts. Puh. Aber ich würde schon gern den Markt da hinten so machen. Wie weit gehen die Felder raus? Okay, das sind zwei. Das heißt, hier könnte ich mit Steinboden anfangen. Gefällt dir das, Bucky? Ich hoffe es zumindest. So, dann hätten wir da hinten nämlich Wände. Und dann könnte ich da vielleicht auch die Pflanzen. Nee, es geht ja nicht, ne? Weil wenn ein Boden da ist, dann gehen die Dinger nicht hin. 4800. Entschuldigung. Lass mal nochmal die Wände anschauen. Zaun oder sowas gibt es nicht, ne? Das ist die Eingangstür. Jetzt mache ich mal die Wände weg. Dann fangen wir halt einfach mal da hinten an mit den Steinböden. Und dann kommen da die Felder hin. Und dann muss ich jetzt nur noch mal gucken, ob es denn hier Zaunelemente gibt. Was ist das? Ah, Markteingang. Doch, da gibt es Zäune. Freischalten für 625. Entsperrt das komplette Set. Maximale Ladenattraktivität plus 5 und maximales Auslagenlevel plus 1. Ich möchte mir das jetzt allerdings nicht kaufen, weil sonst habe ich nämlich zu wenig Geld, um meine Schulden zu bezahlen. Lassen wir es mal. Wir machen mal den Laden dann nochmal auf. Jetzt erst einmal noch die Tränke auffüllen. Heiltrank. Ja, mach das eine da weg. Wir brauchen, oder die zwei sind es ja, es ist ja immer eins im Lager und eins, was da liegt. 7 Stück. Dann brauchen wir hiervon 3. Vielleicht baue ich das auch irgendwann noch aus von der Menge her. Oder ich reduziere es, weil wenn ich dann später mit dem Marktplatz noch anfange. Ja, schaut noch gut aus. 3 Stück davon. Oh, hier brauchen wir gleich 11. Und dann haben wir es. Okay, gut. Dann lasst uns aufmachen. Das letzte Mal. Aufgabe erledigt. Schuldenbegleichung. Jawohl, und jetzt haben wir das endlich weg. Das heißt, wir können endlich das ganze Geld behalten. Wunderbar. So, oh, ich habe euch zwei noch nicht, ne? Die zwei muss ich nochmal mir angucken wegen dem Gehalt, dass wir die dann auch noch hochstufen. Und wir könnten dann jetzt als nächstes dann tatsächlich die Zäune freischalten. Dann kann ich schon mal in die Richtung gehen. Ist aufgestiegen, jawohl. Dann ist sie jetzt halt Level 3, er ist ja noch Level 5. Also brauchen würde man eigentlich die Mitarbeiter nicht wirklich, ne? Also weil auffüllen kann man das eigentlich selbst auch. So, Stahl. Ja, das günstigere auf jeden Fall. Weil wir stellen ja damit nur. Oh, Moment. 150. Holz für 2 Münzen. Ja. 2 Münzen ist schon auch okay. Äpfel? Nein. Kamille? Nee. Salbei. Wir nehmen den Salbei komplett. Gemüse.
die Amulette. Hustmittel können wir eins nehmen. Wir können einen Leitschutz nehmen. Was haben wir hier? Liebestrank, jawohl. Der Glücksbringer. Der ist teurer. Okay, gut. Also Lagerplatz ist auf jeden Fall jetzt genug, würde ich sagen. Wenn ich so das Level halt vom Vorrat... Ich habe schon wieder die Felder vergessen, ne? Ich weiß nicht, warum. Sammle ich die? Nein, die sammle ich nicht. Aber noch schnell gießen, bevor der Tag jetzt rum ist. Ich glaube, es passiert nichts, wenn man es einmal vergisst. Aber zweimal sollte man es nicht vergessen. So, tut mir leid. Ja, du kannst haben. Was hast du? Leinenholz? Nein. Für Kamille, Lavendel, Salbei. Salbei nehmen wir alles, was er hat. Hier kaufen wir jetzt wieder ein. Heiltrank, 3 Münzen, ja. Das ist doch gut. Zu teuer. Verjüngungstrank? Nein. Okay. Ich muss mal gucken, wie ich das hier noch ein bisschen dann beleuchten kann. Weil es gibt ja nur diese Wandlampen, wie wir sie hier haben. Kann ich die eigentlich... Nee, da kann ich nichts machen. Das sind nur die Fackeln, die ich wählen kann, ob ich die immer anhaben möchte oder ob die dann auch wieder ausgehen oder wie auch immer. Aber es kostet ja nichts. Also habe ich die sowieso auf immer an eingestellt. So. 3 und 5. Na genau, ihr füllt schon auf. Also es ist einiges weggegangen jetzt. Ja. Dann lasse ich euch einmal noch auffüllen, weil immerhin die tragen 7 Teile, glaube ich. Sie hat jetzt halt 8 Teile, die sie trägt. Er hat, ich weiß es gar nicht, zeigt es nicht an, aber ich glaube auch 8. Zeig mal, was du kannst. 9 Teile sogar. Ja, dann können die auf jeden Fall noch gar auffüllen. Sie wird jetzt wahrscheinlich gehen. Jawohl. Er füllt noch gar auf. Dann passt es wunderbar. So, mach's gut. Tschüss. Schönen Feierabend. So, dann einmal schauen wir erst auf die Angestellten. Dann würde ich nämlich sagen, erstmal hier gucken. Stufe 3, Stufe 5. Stufe 4 und Stufe 3, ne? Traglast 7. Traglast 6. Da müsste ich aber erst einmal jemanden entlassen. Was hat ein Linus für ein Gehalt? 36, 38. Ja komm, wir behalten die noch eine Zeit lang. Ich schmeiß die jetzt mal noch nicht raus. Lohn. Einmal nach oben. Akzeptieren. Dann sind die nämlich auf jeden Fall schon glücklich. Und wir schalten jetzt den Zaun frei. Yes. Damit haben wir alle Zäune. Und ich glaube, das geht jetzt hier, ne? Da sind die Wände. Ups. Schauen wir mal, wie das ist. Sind das jetzt Türen oder Wände? Kleines Tor steht da. Oh. Okay. Kleines Tor wollte ich jetzt nicht hinmachen. Das ist der Zaun, ne? Ja, Zaun. Ich weiß bloß nicht, ob ich dann noch da hinkomme, weil ich kann ja nicht über die Felder laufen, ne? Mach mal weg, ja. Lass das mal. Es kostet ja nichts. Es sieht schon ganz nett aus. Da ist halt dann nur die Frage, wie werde ich die Felder anplatzieren, ne? Werde ich die auch in die Richtung machen, dann wäre es natürlich besser, wenn ich da vorne eher ein Zauntor hinmache. Weil dann kann ich das aufmachen, gieße das Ganze und dann... warten wir mal ab.
Ich mache jetzt ja mal erst noch nichts. So, aber das Einzige, was ich jetzt noch mache, das ist schnell mal hier. Dass es auch wieder erledigt ist. Und dann schauen wir noch gemeinsam hinten an die Tafel. Ich weiß, dass ich jetzt schon über die Zeit eigentlich drüber bin, aber das stört mich jetzt gar nicht. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall wieder hier einen guten Vorrat an Kamille. Der Lavendel, ja, machen wir auch mal. Da haben wir 2,7, ja, das passt. Ach, cool. So, euch nur gießen. Und euch würde ich lassen und euch lasse ich auch. Jawohl, komm, einmal tun wir abernten. Dann haben wir wieder über 50. Passt. So, jetzt muss eigentlich nur noch Geld reinkommen, ne? Gut, die Tränke, die mache ich noch alleine. Schauen wir mal hier hinten noch. Normalerweise sollten wir irgendwas wegschicken können. Was ist das teuerste? 461. Oh, da fehlen uns tatsächlich welche. Da fehlt uns beides, ne? 2 Stück Liebestränke und 2 Stück Leitschutz. 2 Liebestränke, 2 Leitschutz. Komm, probieren wir es mal. Liebestränke, muss ich ja Ehepaar machen. Da habe ich leider nur die. Insgesamt brauche ich 8 Stück. Ja, das hat auch gut ausgeschaut. Und der Leitschutz, da gucken wir, dass wir auch die bessere Variante hier nehmen. Holz gibt es ja auch nur das. Da brauchen wir 4 Stück. Jawohl, das müsste doch gehen. Yes, es geht auch. Also 461, akzeptieren. Und passt. War jetzt nicht allzu viel. Ich hoffe mal, dass die nächsten Verkäufe an der Tafel ein bisschen mehr Geld bringen. Dass wir hier dann so langsam auch anfangen können. Attraktivität, okay. Ich hatte jetzt gehofft, dass ich zumindest die 16 erreiche. Aber ich habe halt zu wenig Möglichkeiten, zu wenig Wände, ne? Außer ich mache das hier noch alles grün. Ah, das machen wir dann beim nächsten Mal. Es reicht jetzt halt. Leute, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne auch was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, wenn noch nicht passiert, dass ihr auch keine Folgen mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.